los? Zeit ist Geld. Der wirtschaftliche Aufschwung ließ die Eisenbahnnetze beständig wachsen. Und auf den Fahrplänen tauchten plötzlich Siedlungen auf, die gerade noch im Nirgendwo gelegen hatten. Das Land war enger zusammengewachsen. Bald befeuerten unternehmerische Eitelkeiten und Gier der Eisenbahntycoons die ersten Konkurrenzkämpfe um lukrative Strecken und Verbindungen. Derweil lag der mächtige Mississippi als Grenze zwischen den pulsierenden Zentren des Ostens auf der einen und den unerschlossenen Siedlungsgebieten und neuen Märkten des Westens auf der anderen Seite. Doch technische Innovation, ungebrochener Pioniergeist und die richtige Nase für das Geschäft sollten auch diese Barriere bald zu Fall bringen und den Siegeszug der Eisenbahn unvermindert vorantreiben. Du bist also der Verrückte, der eine transkontinentale Strecke bauen möchte. Dir ist aber bewusst, dass es schon viele Träumer gab und sie alle grandios gescheitert sind? Und du glaubst, bei dir wäre das nicht der Fall. Oh, ich will dir natürlich keine Illusionen nehmen. Versuch es ruhig. Mein Name ist Cornelius Vanderbilt. Der Cornelius Vanderbilt. Du hast sicher von mir gehört. Ich sehe die Zukunft für Eisenbahnen nicht so rosig und investiere lieber in die Wasserwege. Aber man weiß ja nie. Daher interessiert es mich, welche Ziele du verfolgst. Och, mein Lieber, konkurrieren wir etwa wieder miteinander? Ha, das ist ja eine schöne Überraschung. Es mag letztes Mal für mich nicht so gut ausgegangen sein, aber inzwischen habe ich etwas mehr in der Hinterhand. Manche Leute mit Geld widerstehen mir weniger gut, wenn du verstehst. Also, viel Erfolg, auch wenn du ihn kaum haben wirst. Nun ja, jeder fängt mal klein an. Frack und Zylinder stehen dir gut, aber ich bin froh, so etwas nicht tragen zu müssen. Ich bin sicher, wir werden viel Spaß haben. Vor der netten Dame musst du dich aber in Acht nehmen, denn sonst überrollt sie dich einfach. Doch wenn wir beide zusammenarbeiten, ist das Glück auf unserer Seite.
gedacht, du baust dein Spiel also weiter aus, wie? Ich hörte, dein Ziel sei Omaha. Schlag es dir aus dem Kopf. Oder soll dein Zug über den Mississippi fliegen? Verhandlungen über eine Brücke laufen, aber das ist eine langwierige Geschichte. Sicher, im Osten ist das Netz etwas löchrig und du könntest dich ja erstmal um Toledo und andere Städte kümmern. Aber ob es sich wirklich lohnt, dort ein Netz aufzubauen? Thank you.
Oh je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Oh nein, so ein Pech aber auch. Ach, schlechte Presse. Wer liest denn heutzutage noch Zeitung? Oh je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben.
Oh, die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. Solltest du nicht auch ein wenig Platz für effizientere Eisenbahnsysteme lassen? Oh je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? Du weißt schon, dass die beiden Schienen parallel zueinander verlaufen müssen? Sieht mir recht stümperhaft aus. Oh je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Thank you.
Du solltest wirklich besser auf die Wartung deiner Lokomotiven achten. Kopf hoch, Sweetie. Es gibt keine schlechte Presse. Oh nein, so ein Pech aber auch. Oh je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben.
Oh nein, so ein Pech aber auch. Ich wollte dir ein bisschen dabei helfen, deine monatlichen Gehaltskosten zu senken. Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? Wenn du in diesem Tempo weitermachst, kann ich auch zu Fuß gehen, statt die Eisenbahn zu nehmen. Pass auf, ich habe noch das ein oder andere Ass im Ärmel. Da hat mir mein Spion aber ein echtes Bonbon aus deiner Forschungsabteilung mitgebracht. Thank you.
Diese verflixte Technik macht einem zu oft einen Strich durch die Rechnung, nicht wahr? Du baust dein Geschäft beständig weiter aus, wie? Ich muss zugeben, dass deine Ergebnisse für sich sprechen. Dieses Liniennetz kann sich sehen lassen. Oh nein, so ein Pech aber auch. Du baust dein Spiel also weiter aus, wie? Ich sehe, dir ist es gelungen, dein Streckennetz im Osten auszubauen. Das ist schon mehr, als ich von dir erwartet hatte. Wie ich höre, ist die Brücke über den Mississippi genehmigt worden. Doch der Mississippi ist eine natürliche Grenze und wir müssen sie respektieren.
Eine Brücke darüber zu errichten, wäre vielleicht machbar, aber viel zu aufwendig. Sonst müsstest du die Baustelle bei Rock Island mit Material beliefern und extra eine Linie dorthin einrichten. Das lohnt sich doch gar nicht. Ich habe mit einer kleinen Schaluppe angefangen. Damit habe ich Passagiere und Waren zwischen Staten Island und Manhattan transportiert. So habe ich mir meinen Ruf erarbeitet und, ja, auch meinen Titel. Commodore. Da war ich 16 Jahre alt. Mach dir keine Sorgen. Deinem Mitarbeiter wird es bei mir an nichts fehlen. Versprochen. Oh nein. Da scheint ja einer deiner Züge ein Problem zu haben. Als ich angefangen habe, hat mich niemand ernst genommen. Cornelius, dessen holländische Bauernfamilie nach Amerika ausgewandert ist. Aber ich habe es ihnen allen gezeigt. Die transkontinentale Eisenbahn ist ein schöner Traum. Aber irgendwann wacht man auf. So auch du. Ja, ja. Träum du auch schön weiter. Es spricht überhaupt nichts dagegen, einen Traum zu haben. Also lass dir bloß nichts erzählen. Oh je, da scheint es ein kleines Problemchen mit deiner Lokomotive zu geben. Thank you.
Pass auf, ich habe noch das ein oder andere Ass im Ärmel.